ganz stark Make Love Not War. Das ist, also Unilever ist eine Hippie-Bewegung. Jetzt wird es ja richtig interessant. Sieht ja eigentlich fast aus wie ein Logo von der Friedens- und Umweltbewegung schon fast, oder? Genau. Also Unite the World. Genau. Das heißt, das könnte eigentlich das Logo von der Occupy-Bewegung sein, oder? We are the 99%. Jetzt alles wieder ab, was du heute Morgen so schön aufgebaut hast. Ja. Aber die Occupies sind ja jetzt da. Das finde ich gut, weil sie sind ja auch gerade da. Ja. Hallo. Was habt ihr denn heute noch vor? Heute wird also rufen, Maizeck, Leier, Megafon. Klingt lustig. Hier zu helfen. Ah. Der ganze Hilfe auf, wie wir es gehört haben. Material ist teuer. Und ja, ich nehme das hier. Weiß jetzt auch nicht. Ich weiß nicht, manche würden die Farbe vielleicht als positiv ansehen. Ich weiß nicht. Ich persönlich würde jetzt nicht sagen, da ist viel bei rumgekommen heute. Aber das ist noch nicht Konsens. Was? Was wird denn hier? Hä? Für was demonstriert ihr denn hier? Hallo? Ist doch gut. Schlaf doch rein. Aber für was demonstriert ihr hier? Also ich muss noch nicht informiert werden. Wie bitte? Noch nicht informiert. Nein, ich kenne euch gar nicht. Ist auch nicht weiter schlimm, oder? Nicht schlimm, aber ich will mal fragen, warum ihr demonstriert. Das ist ja auch schon den ganzen Tag filmen? Irgendwas, oder? Ja, warum bitte? Das läuft normal. Das wird definitiv im Internet gestellt. Ja, dann hat man schön von meinem Anwalt. Irgendwie zu vermummen oder Dankeschön. Dich irgendwie anders Dankeschön. Zu tarnen. Wie ist dein Name eigentlich? Dankeschön. Wie heißt du? Dankeschön. Du bist auch einer von uns. Bitteschön. Dankeschön. Bye.
würde ich sagen, das Gegenteil von inhaltslos. Der Inhalt ist ja breit gefächert dann. Also wir könnten es natürlich präzisieren. Wo genau ist es? Es geht ja auch wieder um die Ausbeutung des Menschen. Da heute wurde halt in Erfahrung gebracht, dass Unilever, das ist auf jeden Fall völlig unübersichtlich, wie viele Zulieferer sie haben. Hat gesagt, dass sie die nicht kontrollieren können. Dann haben heute die Menschen aus Indonesien, die heute Morgen hier bibbernd und nackt standen, die sehen das allerdings nicht mehr ein. Der nämlich gerade ihr letztes Dorf platt gemacht und deswegen hier sind, weil sie einfach wütend sind und viel Rechte einstehen. Das ist vollkommen okay, aber ich meine, die Masken sind sehr symbolträchtig, ne? Ja. Genau, deswegen würde ich gerne wissen, warum ihr das Symbol ausgewählt habt, um diese Aktion zu starten. Das gibt es keinen speziellen Grund. Da gibt es überhaupt kein Verhältnis. Das Symbol wurde nicht ausgewählt, um diese Aktion zu starten. Wir sind wegen Unilever hier. Nein, dass ihr die Aktion aus anderen Gründen gestartet, verstehe ich. Aber Der Kontext. Vorrangig ist es der Selbstschutz. Nee, ich verstehe, dass ihr Masken tragt, das verstehe ich vollkommen. Ja. Nur, warum jetzt halt speziell? Warum ihr diese Maske? Weil diese Maske sich mittlerweile als Symbol auch für Occupy entwickelt hat. Okay. Und natürlich Anonymous das auch stark unterstützt. Ja, einfach, das heißt ja, das könnte jeder sein. Ja? Es geht jetzt nicht um, wie sieht sie da unter aus? Ja, na klar, was aber deswegen wurde, dass diese Maske entwickelt worden ist, von den ursprünglichen Menschen, ist ja ein anderer als jetzt Agri-Skandal oder Finanzen. Ja, das ist einfach ein Symbol. Wer hat das gesagt? Oder wer sollte das? Soll er sie gesagt haben, dann hat das Aktienkurs der eingebrochen und zwei Wochen später erst rechtfertigt er sich? Hat er nicht gesagt. Hat er nicht gesagt. Ja, ist ja auch voll irrelevant. Genau, für heute ist es egal. Ja. Okay, ich mach mal los.
die Nachtwache. Ja, beziehungsweise die haben das sich. Könntest du mal aufhören? Kann in der Aufnahme. Das wirklich. Das geht nicht. Sonst löschen. Ich mache hier Aufnahmen von Herzen. Ja, dann gehen wir mal weiter. Weil das deren Privatgelände ist und die uns hier weghaben wollen. Wir stellen uns direkt dort vorne auf, im Abstand von 6 Meter, denn es ist keine Versammlung mehr. Und jeder steht das Individuum da. Das können wir dann auch direkt dann gleich umsetzen. Witzig ist das Ganze alles andere. Ja? Haben wir es verstanden? Sie können doch gerne Ihre Maske aufsetzen. Dann übertrauen Sie sich nicht. Überlegen Sie sich, was Sie machen. Ja, das mag ja sein, darum geht es ja nicht. Es geht nicht darum. Es geht darum, dass der junge Mann hier die ganze Zeit meint, er muss hier den Clown spielen. Das ist super ungünstig. Ja, ich weiß. Viel klar. Kommt jetzt auch auf. Genau. Die Alternative wäre, dass wir noch mit anderen Auflagen haben. Wenn Sie Bock drauf haben, dann können wir das auch machen? Doch sind wir eigentlich nicht mehr. Die permanente Beschallung ist zu unterlassen. Die durchgehende Beschallung, ja. Ja, wobei, da müssen wir noch mal mit dem Lager jetzt abklären. Okay. Wir bedanken uns ganz recht herzlich bei der Polizei Hamburg. Danke, dass wir bleiben dürfen. Wir sagen immer alles Mögliche. Oh, da kommt ein schwarzer Transporter. Jetzt kommt endlich der Bestellstoff. Koks kommt. Das schwarze Auto mit dem Stoff ist endlich da. Im Umkreis von 20 Metern sollte man sich jetzt zurückziehen. Traut denen nicht. Da kann Sprengstoff drin sein, traut denen nicht. Nicht, dass es hinterher wieder heißt, ihr werdet nicht gewarnt worden, okay?
Oh oh, oh oh, zurücktreten! Okwa Hamburg, hilf uns. Wir sind auch da, um zu helfen. Und einige Leute, die da arbeiten, hat keinen Verstand. Die sind nicht mehr in der Lage, über eine Meinung zu äußern. Nein, ich bin gegen Gewalt. Und so muss auch bleiben, Friedrich. Was wir nicht bringen können, sind halt irgendwie Waffen weiter. Ich weiß nicht. Also, wir sind ja echt offen auch für Diskussionen. Also, deswegen.